Tote denn immer? Töten! Irgendwo noch nicht. Geil! Der Arme, ja, der ist gebrochen, Digga. Bester Anfang bis jetzt, Digga. Alle haben keine Waffen bekommen und alle sind weggerannt und ich hatte einen Koffer. Fertig. Das ist das Einzige, was ich brauchte, um zu gewinnen. Jetzt habe ich nur einen Koffer. Bam. Wenn irgendjemand kommt, dann renne ich in mein Leben. Koffer! Kofferballer! Digga! Ufse. Da weitergegangen. Sehe ich ihn irgendwo? Sehe ihn nicht mehr. Schon weg. Da war gefühlt nicht mal eine Spur hinterlassen, außer halt diese Bounce-Pad. Ah, da drüben. Warte mal, da drüben wieder. Bam, 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 bam. Solo die ganze Welt mit einem Torwart. Was sind das überhaupt auch für Kämpfe bis jetzt, Digga? Na gut, jetzt hab ich noch ein paar wieder anstecken. Fick! Fick! Verein! Karma. Vielleicht irgendwo eine Hammer vom Kram, sehe ich nicht. Okay. Gut. Eigentlich war mein Hauptziel nach Level schwer zu gehen. Jetzt bin ich irgendwo bei zwischen Fancy viel zu gut wie Affe. Wo ich da hingerannt bin, Digga. Aber egal, ich gehe aber weiter. Am Ende hat er einen Sniper. Steht da jetzt einfach gerade herum, Digga.
Der Lata-Roboter muss auch noch nicht zählen. Aber ich habe schon 40 Schaden ganz früh gemacht. Warum er nicht jetzt irgendwie gebaut hat oder so, ist ein Mysterium. Keine Ahnung, warum kommt er uns leider dabei? Gibt's auch keine Ahnung. Auch keine Hammerpumpe. Und noch eine automatische. Ich habe keinen Bock auf automatisch Hammerpumpe. Kommt nicht so schwer. Also kämpfen welche. Ein Arzt hat noch mal vom Fenster. Ja, wie Sniper gut und wir haben ich war auf einmal vor meiner Fresse, während ich snipen wollte. Ganz easy. Einfach okay, vielen Dank. Ich hab jetzt mein Bike hingeballert, aber steht da gar nicht. Es wird nicht hingeballert, steht da nicht. Mal kurz reingucken. So, nicht geöffnet. Komisch, komisch. Mal die Augen zu, dann siehst du, was du geschafft hast. Ich glaube, das war der Titelkampf da, jo. Das war dafür schon einfach, Alter.
auch noch irgendwie machen. Ich muss noch eigentlich der Typ davon noch beschwer werden. Müsste irgendwo hier sein. Ist ja irgendwo dort. Das war ganz schön krank. Ich nehme mir ja noch einen Sniper drauf, wo er es glaube ich noch passiert. Ja, das passt. Muss man nehmen. Das weiß ich nicht. Irgendwas hat der Typ gerade eben noch gesniped, kackt oder was, aber ich geh mal weiter. Gut, und dann hier noch einer, aber es ist nur T-Stead. Und mehr Medaillen wurden ins Game nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was hier mal. Fahre ich mal ein bisschen herum und gucke, ob ich noch was weiß. Noch viele Leute.
erstmal nach oben, weil sonst keine Ahnung, wo ich noch jemanden sehen will. Mann, wir müssen aber noch. Ich hab halt auch gesagt, für irgendein Wort bekommen, weil der heißt irgendwie Chin-Chang gefühlt, der ja. Also letztes wahrscheinlich auch noch. Ja auch irgendwelche arabischen Symbole in seinem Namen hat. Running wild.
95. Guck mal, wenigstens noch am Anfang nur. Ist der Typ da überhaupt gelandet? Diesen zwei Spieler einen Headshot, aber trifft diesen Bot nicht mal. Kling. Der snackt sich noch den ganzen Loot, obwohl er gedownt ist, Digga. Was für ein kleiner. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Bug ist oder so, aber immer wenn jemand gedownt ist und man und dann man editieren will, wenn er unter deiner Treppe ist, dann kann man einfach irgendwie editieren. Ja, bei mir immer so. Ich habe die unnötigsten zwei Sachen mitgenommen, merke ich gerade. Ich habe Boxen und dieses Unsichtbarkeit. Warum auch immer. Und lass mal alles weg. Hab ich gerade mal niemanden gesehen. Hallo. Mal oder? Abchecken, Camp hier macht im Tresor. Bescheiden. Goldene Pistole nach 100 Jahren. Let's go, wieder eine goldene Pistole. Für ihre beste Waffe. Die 30 Schaden pro Hit lohnen sich, Digga. Dafür nehme ich das immer mit, Digga. Wenn ich es kriege, aber es ist so selten, Digga. Ich höre. Man kriegt das nie. Warte, waren da nicht noch wie gießen oder so? Ja. Spaß, ja, ein Tutorial hin. Dann geh ich jetzt hier raus. Ich höre eh keinen mehr. Dann fliege ich einmal nach Snooty Steps. Also quasi einfach, ich fliege in den Sturm. Let's go.
Ah, hier ist ein Auto, geil. Fahr mal ein paar noch mal zu gehen. Kaufen wir hier kurz Biggies. Und da habe ich sie gerade gehört. Warum auch immer. Wahrscheinlich finden die noch ein Tresor oder so. Das hab ich gehört. Und wie viele Shotgun-Granaten hat er jetzt? Damit. Ganz ein leichtes Ding. Ja, hast du ein Medkit für mich? Na, okay, danke. Aber hast du ein Medkit für mich? Das heißt, hat eigentlich alles schön mit Dorf. Tankstelle bis für Automaten. Boah, geiler Loot. Legendäre Sniper, mystische Pumpgun. Legendäre Pistole, da bist du gut, den ich habe. Besonders, dass es eine legendäre Pistole hat, ist krass. Eigentlich weiter sliden, aber irgendwie, als ich das Medkit genommen habe, habe ich das Sliden gerissen. Oh, und jetzt bin ich schon wieder in Fencing Field. Dann gehe ich wahrscheinlich von hier nach Hot Israel oder so. Ich war hier gerade eben schon und habe mir da ja alles geholt. Nimm nur hier ein Snowboard, wenn eins liegt dort. Boah, hab ich jetzt hier Babys. Tut mir leid, ich habe wahrscheinlich gerade erst angefangen zu spielen. So, wo ist ein Snowboard? Hast du ja dieses Teenage Mutant Ninja Turtles ja wieder gemacht. Schon nervig. Und das hat so gebrockt als Snowboard wieder reinkam. Weil der schießt dann einfach Amboss-Raketenwerfer. Das Auto.
ziemlich vorne. Ah, die haben einen Schrotflint aus dem rausgeholt. Ich hab das erst so 500 Minuten später bemerkt, ja. Der Sniper ist halt nicht vorne, das müsste eigentlich gerade raus. Oh mein Gott! Na ja, gut. Gut, er macht genau den Schild auf zum Nachladen und dann Snipe. Perfekt. Er macht perfekt. Und dadurch ist er instant gestorben. Gegen was kämpfen wir da draußen? Oder wohin rennt er? Mann, die müssen endlich mal erlauben, dass man auf einer Sniper einen Laser drauf trappen kann. Dann wird sowas leichter. Einfach random zum Loskommen, weil der gar nicht Blumen ist so schlimm. Also, was ist das? Das war jetzt gerade noch okay. Manchmal, meine Güte, ist der Blumen von der Sniper schlimm, wenn man hier im Loskommen. Das gibt halt nicht mal Sinn, Mann. Das ist doch kein Unterschied, ob ich die Waffe auf dem Baum halte oder die, meine Waffe auf dem Baum ziele. Ist ja kein Unterschied eigentlich. Aber in Fortnite doch. Da oben sind wahrscheinlich ganz schön viele Leute, wenn kein Mal Hallo sagen. Ich muss eins so. Und dahin fliegen. Ja, es ist runtergefallen. Ganz nett. Legendäre Bumper. Keine Ahnung, wie das nochmal heißt. Wenig. Und sonst noch irgendjemand hier? Ja. Nimm ich mal das Jumppad da oben. Aber mir ist gerade aufgefallen, Digga, auf dieser Sniper ist ein. Wer ist das nochmal? Vertikaler Angriff, Digga. Immer horizontaler Angriff ist besser. Ja, das passt. Sonst fange ich eigentlich meistens auf die Pistole und Schalldämpfer drauf. Es fühlt sich irgendwie besser an. Hab hier irgendwo. Eigentlich mit so einem Bounce-Pad hier runter zu fliegen ist geil, aber warte mal. Muss kurz warten, bis Sprint nachgeladen wird. Und
Boah, ja. Der Blumen, der Sniper hat das nicht ermöglicht. Was Spiel. Ganz ein leichtes Ding. Macht er da, Dinger? Medaille gehabt, nicht. Und nehmen wir das. Auch wahrscheinlich ein Kopfgeldauftrag oder so, um die letzten vier Leute zu finden. Nochmal Kopfgeldauftrag, ich glaube da oder an der Karte. Ich glaube, da vorne war einer. Ja, das ist auch wieder in der Stadt. Irgendwie da drin oder so, weiß ich ja nicht. Nee. Das finde ich mal einen Ausweg an, aber die nehme ich trotzdem. Habe ich gerade. Ja, hä? Das ist doch voll unfair. Ich sehe ihn durch den Stein, nur weil meine Renter-Liste ist irgendwie voll scheiße. Ey, ja. Ach, scheiße, der Sturm macht voll viel Schaden. Den macht voll Schaden. Davon vielleicht nicht. Ich hab den Sturm unterschätzt. Strawberries. Rettung. Wahrscheinlich Rettung. Muss hoffen. Ja, das hat so sein. Schießt der Typ da überhaupt, Digga? Wäre witzig, wenn ich irgendwie random auf einmal Snipe kassiert hätte. Ja, die Lobbys hören auf dem Account auf jeden Fall noch mal besser. Und 25 Kills jetzt, aber wahrscheinlich mit dem Account dann. Jetzt aber rumlaufen und diesen einen Typen noch finden. Ich so nicht. Ich fahr doch.
lieber mal nach unten. Hallo, Hoffa! Er chillt die ganze Zeit hinter diesem Stein, Digga. Oh mein Gott! Das war schön. Behindert, knapp.
Der Typ, der da random auf einmal rumstartet, der ja. Ich hab auch so viele, Digga, ich verstehe gar nichts. Ich hab so viele, Digga. Warum sind hier so viele? Na, komm da mal. Ich hör's jetzt zumindest. Nicht so viel Leben. Ich glaube, wie geht's irgendwie in die anderen Inventarslotten gut. Yeah, ich hab Leben. Let's go. Moin Elenos, willkommen zum Stream. Beide Schüsse sozusagen habe ich nicht getroffen. Was er jetzt da macht, verstehe ich auch nicht. Warte, bevor er stirbt, muss ich ihn vom Balkon werfen. Komm. Komm mal her. Yeah. Oh, scheiße, den hat weggeworfen. Ich wollte sagen, mit dem Amboss noch eben. Naja, man hört ja auch ehrlich sehr wenig, wenn man ganze Bossmusik hört und so und dann immer wieder irgendwelche Leute schießen, dann merkt man ehrlich schon nichts, wenn man auf einmal von hinten welche überläuft. Ich glaube, die Mischautomatisch brauche ich nicht so wirklich. Sonst passt alles. Bleibe mal gern bei Armapunk, ja, weil ich bin nicht so. Ich schieße halt nicht mehrere Schüsse und immer gerne, aber nur ein Schuss. Aber mir ist schon bewusst, dass die automatisch eigentlich besser ist. Okay.
Irgendjemand hat Beef mit diesem Turret da draußen, oder? Fühle es. Mir ist schon das Gold hier wichtig. Warte, ich hab gar keins. Schießt der da die ganze Zeit, sicher? Das sind zwei Leute. Diese Waffe lässt du schön hier. Ja, die Minis brauche ich nicht, also nehme ich die Schutzpolster damit. Und bevor ich gehe, möchte ich gerne diesen Vorrat umbringen, der ja nicht geht. Jetzt geht. Oh, die Matte geschossen. Der hat geschossen. Okay. Gemacht hat auf jeden Fall gerade geschossen. Ich weiß nicht, welche Richtung ab mir wirklich zugehört. Egal, ich hab jetzt nichts. Natürlich per Bike, weil es gibt ja leider keine Snowboards mehr. Traurig. Ich hab vergessen, meine Waffen zu modifizieren. Egal, das. Ich meine, die Modifikation machen eh kaum einen Unterschied tatsächlich. Egal, ja, so kann ich mit so einem Kameralock kann ich ihn natürlich nicht treffen. Wenn man auf dem Bike ist, kann man halt seine Kamera nicht so. Ja, gucken, was ist das, Digga? Oh mein Gott! Tschüss! Das war jetzt aus Versehen so. Das war aber so clean, Junge, tschüss. Da geht schon ein kleiner Kampf auf mich. Danke für die Medaille. Und jetzt vielleicht habe ich doch Bock mal meine Schraubstelle zu modifizieren, die ich bekommen habe. Warte, ich hör mal kurz. Ist noch jemand? Nö. Man, mit diesen neuen Spitzhacken kann man halt nicht den Tresorraum 60 mal schlagen, oder? Das zählt man nicht ganz komisch, oder? MP, MP und Scout. Das ist ein ganzes Mal nicht gut. Aber lieber gucken, ob man dort. Okay, nee, das brauche ich. Das. Und das sogar alles drauf, was ich jetzt nehmen würde. Also. Danke. Doch, wenn du brauchst. So, nimm nochmal das Gold mit, weil, ja, wer weiß, wann ich mir wieder 4 Biggies kaufen werde. Wenn nach 4 Biggies bin ich auf jeden Fall bankrott. Boah, 7 Sprungpolster. Damit kann man eine Weile Distanz. Okay, ich, ah, warte, das ist noch einer. Und zwei. Auf einmal immer ein anderes Ordnung ist da aber gemacht. Oh, schade, das war knapp, aber ich habe ihn runtergeschossen. Oder was stehen die da so gerade, Digga? Na, aber echte Spieler, Junge. Das ist ja das Komische.
Das war ein echter Spieler, das. Sonst würde er nicht so zwei kleine Stockwerke hochbauen. Und okay, das aber. Das aber. Und das auch nicht. Okay, ja, manchmal mussten so welche Gegner kommen. Da kann man nichts machen. Ist halt so. Es gibt keinen Mechanismus zu stoppen, dass sowas gestoppt wird. Okay, das ist ein echter Spieler wahrscheinlich. Weil so viele können. Fährt doch irgendjemand mit einem Auto und so noch herum. Oder was war das denn? Ich habe ein Gefühl in der Luft irgendwie. Irgendwas berührt und hochgeklettert. Da waren die. Ah, das wäre eigentlich kritisch gewesen. Oh, das war richtig knapp. Ich habe aber wenigstens eine Treppe getroffen. Mann, wohin rennst du, Junge? Okay. Ja, der Blum, der zerstört manchmal das No-Scope. Gut, das habe ich ganz schön eben alles da. Das ist da Loot und 26 Kills. Ja, sind jetzt auch nicht die besten Lobbys, aber überhaupt zu finden ist das. Das ist genau ein ganzes Team. Genau ein ganzes Team. Das wären dann genau 30 Kills. Gucken. Wo sind denn diese vier Leute, ne? Okay, ja, ich komme hier mal Kopf rüber. Ist das einfach. War kein Bock durch die ganze Karte für vier Leute zu fliegen. Was geht? Kopfgeldauftrag. Oh, wo sind die? Okay, die sind ja sehr weit von hier. Auf jeden Fall. Irgendwo ist ein Eisbiom, Digga. Ich bin wahrscheinlich auf diese Berge oder so, Digga. Es gibt es halt wirklich irgendwie Leute, die da auf dem Berg chillen. Mit einem Snowboard, was jetzt natürlich nicht mal gibt, aber das habe ich das immer so gesehen. Und dann immer, wenn sie der Sturm kommt, sind sie dann dort mit dem Snowboard nach unten gefahren und aber sind welche. Ah, das sind nur diese anderen Bots. Ich dachte schon so, hä? Das Spieler? Ja. So, dann kann ich dir mal Hallo sagen da oben. Wahrscheinlich da oben. Ich habe hier eigentlich keine Ahnung wo. Digga. Wo chillen die überhaupt, der Erg? Wie ich da einfach nach Rectus Well will, Mann. Okay, da oben sich kann. Okay, einmal hier runter. Das siehst du dann. Nee, meine Güte. Warum so schwer zu finden? Aber das bockt schon hart von da oben runter zu fliegen. Da sind sie alle. Einmal kurz nachladen. Und jetzt auf den Berg hoch. Die sind auch auf dem Berg schon, Alter. Ja, sind das Bots?
Mann, das ist ein trauriges Ende, Digga. Das ist ein sehr trauriges Ende. Egal, 30 Kills sind 30 Kills. Beste Waffe am Anfang zu haben, ich höre automatisch durch und so. Gibt's nichts Besseres. Weil jeder hat halt noch grünes Leben, du gibst jemanden zwei Schüsse, bam, weg. Bei Hammerpumpgun Wahrscheinlichkeit, dass du 100er machen, das gehst du mit 0. Da ist noch eine kleine Hammerpumpe, da ist ein bisschen Stickschnack in der Seite. Ja, das ist richtig gut. Egal, ich bin mitnehmen. Give me that hammer pump dann, Junge. Echt cool. Stirb. Was ist? Mann, du bist doch für 10 Sekunden in der Luft und dieses Turret nimmt dich. Hops, Junge. Aber naja, ich bin einfach nur in ihn reingesprungen. Oh, Steph ist gerade auf den Boden gestorben. Ja.
Danke. Deswegen liebe ich Team. Weil irgendjemand ist so dumm, oder ein ganzes Team ist so dumm, dass sie sich da bekämpfen für diese eine Medaille. Und dann kommt oben so ein Solo, der ein bisschen spielen kann und nimmt die alle einfach. Dann muss halt nicht den Boss noch extra holen. Ich dachte, das wäre eine Sniper, Mann. Verdammt. Das ist so, boah, legendäres Sniper. Nee, legendäres Vollstreckerstunde, ja. Bäh. Ah, da kommen noch welche. Hab ich alles zugemacht? Ja, sogar mit Metall. Ja. Das klingt gut. Aber natürlich muss ich aufpassen, dass, wenn jetzt ein ganzes Team hier runterkommt, ich komplett auseinandergenommen werde. Kann wahrscheinlich automatisch ein Troll hin. Muss ich schon vorsichtig sein. Waren nicht noch mehr oder was habe ich die ganze Zeit gehört? Ah ja. Wir haben gar nichts gecheckt. Deswegen vielen Dank für die Kritik. Uiuiui, leben nur noch wenige. Ja. Sind glaube ich alles nur noch Trios und Teams, ne? Ich da jetzt gesolo bin und einfach nehmen. Wenn das alles Teams wäre, es 19x4 wären es 79, das ist wahrscheinlich trotzdem ungefähr 19x4. Warte, okay. Ich kann Schüsse gehört. Mein Auto. Gut, dass ich stehen geblieben bin. Bleiben Sie stehen. Oder der hat ja gar keinen Mut dabei. Gefühlt der Wunsch frisch gemietet oder so. Aber an wem auch immer das Auto gehört, ist schon sick. Oder aber gefühlt jeder Zweite hat dieses Auto. Das ist ja ganz besser von mir. Ich habe sonst halt auf meinem Main-Account ein Rocket League-Auto drauf. Was bei Fortnite auch ist. Dieser Jäger, keine Ahnung. Das heißt, ich müsste keine Torschau suchen und wieder schaffen. Dann hab's einfach bekommen. Oh du. Ist hier schon der Boss tot? Ne. Dann ist das mein Job. Viel bessere Sprungen müssen. Oh mein Gott, wie das hier vor. Lass mich in Ruhe, Junge. Stehen da auf einmal alle vor mir, Digga. Nein, da. Den nehme ich besorgt. Aber ich habe eigentlich schon den besten Loot der Welt, Digga. Ich schwöre. Oh, noch mal ein bisschen besser geworden. Jetzt wollen wir eine legendäre, oh, legendäre Pistole. Schon wieder geil. Einfach geil, sage ich mal. Liebe legendäre Pistole. Beste Waffe. Und ich sage, das wäre modifiziert. Und draußen Erschüsse. Das heißt, raus hier. Ein. Aber mehr kriege ich von dieser Distanz nicht. Ganz, ganz, ganz schnell. Oh, da ist in die andere Richtung gegangen. Moment da, von seinem eigenen Mate weg. What the fuck? Der arme Mann.
Es tut mir leid, Junge. Ich nehme den mal kurz mit. Der 360 No Scope. Boom. Jetzt auch mal kurz herausfinden, wo dieser Typ hingerannt ist. Und wozu auch immer. Okay, nur. Das sind Tresor gegangen, Digga. Ja, ist überhaupt nicht okay. Wäre schon böse gewesen, wenn der Typ in Tresor gegangen wäre, Digga. Das hat sein Mate zu helfen. Ah, da ist er draußen. Ein Typ aus dem Fenster raus. Egal, der Typ war eh komplett lost. So. Und jetzt dann wohl. Kann ich hier irgendwie in die Richtung. Ich sehe keinen mehr mit einer Medaille. Und die ganzen Medaillen, die noch übrig sind, sind alle im Sturm. Geht. Mann, warum so viele Bosse eigentlich? Boah, aber der Bot hat den guten Loot, hat er. Ah, da. Da war gerade jemand mit einer Medaille. Da hat jemand sich dort die Medaille geholt. Da muss ich jetzt hin, auf jeden Fall. Ich will einfach nur weiter die Sniper halten. Egal, ich fahre jetzt aber. Ist simpler, Nahkampf aus dem Fernkampf. Digga, das ist schon mehr aufgehängt, wie der Bot zu mir. Was habe ich da gesehen? Ja, vielleicht war noch einer dort. Wer weiß. Doch, da war jemand. Wow. Wer hat das denn gesehen, Digga? Das hat mich gerade sehr gefragt, wohin der Typ gebaut hat. Und die Antwort ist zu seinem Vater. Ja. Der kommt mit dem Schild. Das Schild. Weg damit! Ganz einen Leid. Weg damit! Bitte nicht mit mir auch noch wegfahren, ne? Weg damit! Also das ist gut für den Short, auf jeden Fall.
Das nervt, man. Gerade eben drei echte Gegner gab und dann wieder diese, Digga. So wieder. Kann das mal aufhören. Naja, wird auf jeden Fall, sobald ich diesen Account irgendwie auf Anwählen bringe. Wie ich meine anderen drei Accounts gemacht habe. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn ich keine Munition in der Reifklinge gehabt hätte und dann mal die Klinge. War nicht nur mal so. Ah, vier Leute noch. Die Runde war nicht so. Außer, dass ich halt diese geilen Sniper-Kiste davor gemacht habe. Blasenwagen? Der Bot. In den Silberlobbys davor waren wir alle, Digga. Aber ja, das kann man das ändern. What the fuck baut der Typ da? Lass mich hier mal hallo sagen. Weil, what the fuck? Was baust du da? Warte mal, Digga. Was hat der Typ gebaut? Warte mal. Zack, zack, zack. Und alles da kaputt. Ja, ich glaube doch nicht. Das habe ich zu ernst genommen. Warte, geht das einfach? Einfach mal just for fun. Kannst du das mal bitte aufhören, alles zu explodieren? Okay. Ich hab mal diese behinderten YouTube-Shorts gesehen. Geht das eigentlich noch? Potenziell die ganze Runde zerstören, aber egal. Nicht schlimm. Ist einfach Wissen. Bevor ich dagegen fahren werde, ich so dann danach direkt danach aussteigen.